Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie man die süßen Kätzler macht. Wir fangen einmal mit den Augen an, wie immer. Ich mache da immer die Augen mit dem Postkarten-Weißen, weil das am schönsten geht. Und das Innere machen wir auch gleich mal mit, auf die Gefahr, dass wir es nachher nochmal machen müssen. So. Und den Schnauzer, den könnt ihr jetzt entweder mit einem Aquarellbuntstift machen, dass das braun einmal macht, oder ich mache es halt über weiß. Nur so ein bisschen. Bei der Nase mache ich jetzt einmal noch nichts, und wir können es einmal andeuten. Vielleicht funktioniert es. Und dann machen wir die Augen noch. Das ist alles vertieft, das, durch das Lasern, wenn die Stifte spitzen, dann braucht es da eigentlich gar nicht viel machen, sondern dann geht das super. Ein bisschen wegpusten ist immer wichtig und dann kannst du noch so einen leichten Schatten machen, wenn du willst. Jetzt zeige ich euch jetzt einmal die High-End-Version und dann das Näsler, schwarz oder braun. Je nachdem, was halt gerade am besten dazu passt. So, und immer ein bisschen abpusten, dass sie das nicht verwascht oder so. Ihr könnt natürlich der Katze jetzt auch noch Zunge machen, wenn es wollt. So, Lili. Und dann ist sie eigentlich schon fertig. Bei Bäckler oder Bäckler könnt ihr ja noch machen. Können wir da auch noch machen, dass wir da oben welche hier machen. Dass es noch ein bisschen rosa ist. Da könnt ihr euch natürlich abspielen. Manche machen nur die Augen. Und dann sind die Kugeln ja auch hübsch. So, je nachdem, wie viel Zeit und Liebe ihr in eure Kätzchen investieren wollt. So, die Teile habe ich jetzt schon alle da rausgeschnitten. Die sind da so in einer Matrize drin. Alles für drei und haben immer nur so einen kleinen Steg, wo das festhängt. Den schneidet ihr durch. Und dann erkennt es die. Bei den Katzen müssen wir immer aufpassen. Ich mache jetzt die Seiten nach außen, weil mit Pünktchen muss ich jetzt nicht haben. Und dann jetzt einfach erst einmal schwanzeln, sodass das dann nach oben wegsteht. Ja? Und immer in die Seiten rausgehe, wo sie Schiene habt. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass da jetzt die andere beieinander bleibt. Und dann legen wir mal los. Faden habe ich durch drei geteilt. Ist genug dabei. Und dann könnt ihr schieres Fädeln anfangen. Ich habe einen Knoten rein gemacht unten. Und dann fangen wir einfach da mit dem ersten Stich an. Legen das sauber aufeinander. Mache den ersten immer doppelt, wie bei den anderen Tieren auch. Ich muss jetzt immer ein bisschen das drehen, ne? Weil sonst sehe ich das so schlecht. Meine Augen werden auch immer schlechter. Und wenn das nicht sauber aufeinander liegt, dann geht das nämlich so nicht. Aber jetzt habe ich es. Ja, das ist manchmal, ob das nicht so wie ich mag. Wenn man halt schaut, dann ist es einfacher. Und das macht es jetzt nur bis da unten seid. Beim letzten Stich. Dann stechen wir da durch. Und ging er da drüben, aber auf der gegenüberliegenden Seite ging er mir raus. Und dann nehmen wir unser Kreisteil, setzen das da oben, machen das auch nach unten, die Pünktchen jetzt, dann haben wir es innen drin. Wenn ihr natürlich lustige machen wollt, dann könnt ihr auch lustig machen. Und dann geht es jetzt eine Tuschur bis dann über. Na, zickt. Halt, bin ich zu langsam. Ja. Einmal frei. Naja, wir sind ja nicht auf der Flucht, so ist es ja auch wieder nicht. Es gibt natürlich auch Mäuschen und alle möglichen, ganz viele so Fädeltiere. Es gibt auf YouTube immer die Anleitung, die passenden dazu, sodass ihr euch das Video immer noch mal anschauen könnt und wieder schauen, bis die Teile fertig habt. Also das ist wirklich überhaupt kein... Im Online-Shop beim Artikel ist auch eigentlich immer das Passende dann dabei. Genau. Und da gehen wir jetzt einfach hier, wir nehmen die andere Seite. Das zeige ich jetzt gleich nochmal. Und wir gehen wieder unten in die Reihe rein, sodass wir da wieder beieinander sind. Ja? Und das machen wir jetzt, bis wir drüben auf der anderen Seite angelangt sind.
so Gott will. Ja, bitte. Das ist immer, wenn man die Fäden so lang lässt. Zu lang ist nichts und zu kurz ist auch nichts. Ja, aber ehrlich, du. So, dass das mal ein bisschen raufziehen, dass das nicht immer da doppelt durchmaß. So, jetzt geht es besser. So, und jetzt habe ich da noch drei Stiche und auf der anderen Seite auch noch. Also habe ich nichts vergessen. Das ist schon mal positive Nachricht. So, jetzt sind wir da durch. Den letzten machen wir noch mal doppelt und gehen nach innen rein. Ja, so dass ihr innen mit der Nadel rauskommt, ging er auf die andere Seite rüber und mache jetzt wirklich nur einen Stich, nur den ersten, den machen wir ja wieder doppelt, so. Und jetzt gehen wir gleich unseren Kreis rein. Für was ist der Holzkreis? Dass die Katzen nachher besser stehen bleiben. Wenn sie es aufhängen wollt, dann braucht sie es eigentlich nicht rein machen, aber wenn sie irgendwann dann doch einmal entscheidet, jetzt will ich es doch lieber hinstellen, ist besser, wenn der Kreis drinnen ist, störend oder nicht. Jetzt nehmen wir noch zwei, drei Stiche und dann werden wir schon die erste Füllwatte rein, weil dann haben wir nämlich nicht das Geschäft. Ja, weil dann nehmen wir jetzt gleich ein bisschen von der Füllwatte, dann noch ein bisschen rein. Es muss auch nicht so dick gefüllt sein. Am besten ihr teilt es ein bisschen auf durch drei zuerst, dass ihr wisst, wie viel es ungefähr rein geht, weil man kann sie auch ganz fest stopfen. Die Füllwatte ist auch im Päckchen mit dabei, sodass ihr gar nichts anderes braucht. So. Jetzt stellen wir da nochmal ein bisschen was rein. Und dann braucht man nämlich nachher nicht so rumfoppeln hier. So die. Und dann sind wir schon gleich um. Und jetzt gehen wir einfach hier, wir gehen jetzt da so durch, einmal rein, einmal raus. Da auch einmal rein, einmal raus. Und gehen wir einfach auf der Seite jetzt zuerst einmal raus, weil dann zieht sie sich schön zusammen. So, oder? Und da machen wir das auch nochmal und gehen auch wieder auf der Seite raus. Ja? Und dann habt ihr nämlich mehr Zugkraft, dann könnt ihr das schön zusammenziehen da oben, dass das alles beieinander ist. Machen wir da nochmal einen Stich rein. Dann unser Köpfler auffädeln. Jetzt nehmen wir mal einmal grüne Augen. So. Und dann legen wir das Ganze daher, nehmen unseren Hals. Halt unsere Haare haben wir vergessen. Ganz wichtig, die müssen wir auch noch einfädeln, sonst kriegen wir die Nadel da nicht raus. Da. Jetzt. Und dann gehe ich einfach hier, kipp das um, mache dann Tropfen Heißkleber drauf, mache vielleicht innen, weil dann ist das Bantel besser fest, gerade wenn man es jetzt dann abschneiden will. Die drei Haare kehren immer nach vorne, das ist so das Markenzeichen von den Figuren. Dann machen wir da wieder Tröpfler Kleber, kippen das Ganze einfach nur um. Schauen, dass da nichts neben rausläuft. Und dann drehe ich es nochmal um und mache das da auf der drüben Seite aus. So. Jetzt braucht die noch Ohren. Kann sie ohne Ohren gar nicht. So, da oben zwischen die Haare rein. Das andere hat sie versteckt. Hilft dir gar nichts, du kommst auch an die Katze hin. So. Das machen wir da oben rein. Und dann schaut sie doch schon ganz witzig. Jetzt kriegt sie noch Füße. Die können sie natürlich auch mal da unten hinkleben, wenn sie sie jetzt hinstellen wollt. Die müssen nicht immer, ich klebe sie halt immer nach oben, weil ich finde, das schaut lustig aus. Und dann, ja, und dann tut man es ein bisschen so seitlich machen. Weil die stehen ja auch nicht kerzer gerade nach oben. Und jetzt gibt es in der Grau-Variante und jetzt ganz neu im Shop dann gibt es auch in der Braun-Variante. Ja, das sind jetzt da dann die drei Farben. Das haben wir nochmal hersetzen, die vorderen drei. Ja, und die anderen haben nur Grautöne. Da hinten sitzen auch die Mäuschen.
Die sind ein bisschen kleiner, da sind dann auch 6 im Päckchen mit drin. So, und wenn ihr ihnen natürlich was in die Hand geben wollt, dann müsst ihr euch jetzt zuerst überlegen, was, und dann wird es einfach auf die Hand draufpappt. Also die Hand dann immer erst hinlegen, wenn ihr wisst, was ihr machen wollt. Ob ihr ihnen irgendwas in die Hand geben wollt, ein Strickzeug oder. Das ist aber nicht im Set enthalten. Und wenn ihr jetzt den nicht aufhängen wollt, dann schneidet ihr ihn einfach da ab. Und ansonsten macht ihr mit einem Faden jetzt da einen Knoten rein. Und dann könnt ihr es schon aufhängen. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal, die Petra. Halt den Schal. Den könnt ihr natürlich auch noch rumwickeln. Hätte ich schon bald vergessen. Gerade noch mal rechtzeitig, oder hast du schon abgepasst? Nein, ich habe noch nicht Schluss gemacht. Die so, sind dann auch im Set enthalten, drei verschiedene Farben, so wie sie da liegen. Gell? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.